Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Banger auf diesem Kanal. Ihr könnt jetzt schon mal ein Abo da lassen, vielleicht diejenigen, die neu da sind, und gerne ein Like. Wenn es geht, auch einen Kommentar. Und ihr habt schon im Titel gesehen, heute geht es mal um Essen hier in Mexiko. Und zwar gibt es in Mexiko verschiedene Mercados. Ja, das sind so fette, große Märkte, und da könnt ihr Essen, Kleidung einkaufen, frisches Obst einkaufen und verschiedene Sachen, also alles Mögliche. Ich bin gerade in Querétaro. Wir waren letztes Jahr schon mal in den größten Mercado hier, Mercado La Cruz. Das Video kann ich euch mal hier oben verlinken, habe ich auch schon ein Short-Video gemacht. Aber heute gehen wir mal in den Mercado Escobedo. Das ist ein etwas kleinerer Markt und hier gibt es auch Tacos. Hier war ich noch gar nicht, deswegen bin ich extrem gespannt, was uns hier alles erwartet. Aber ich würde sagen, nicht so lange rumquatschen. Lasst uns mal schauen. Und genau, das ist hier in dieser Gegend hier. Und was ich euch nochmal zeigen möchte, Hecho in China. Also ein chinesisches Lokal gibt es hier auch. Das ist aber wahrscheinlich erst am Abend geöffnet. Und ich würde sagen, lasst uns mal schauen. Hier oben, da geht es in den Mercado rein. Aber viele Stores befinden sich auch draußen. Das heißt, vielleicht essen wir auch draußen mal Tacos. Also nicht jetzt nur drin. Wir schauen einfach mal. Ich war selber noch gar nicht hier. Ist aber so ähnlich aufgebaut wie der Mercado La Cruz, wo wir schon mal waren. Habt euch mal hier die krassen Chilis. Okay, was geht hier ab, Leute? Ich bin mal gespannt und wir können schon mal hier reinschauen. Hier könnt ihr sehen, das finde ich halt sehr schön, dass halt sehr viele Mexikaner, ob jetzt reich oder auch arm, Mittelschicht, wirklich ihre Haushaltswaren in solchen Stores noch einkaufen. Das ist wirklich wunderschön. Natürlich gibt es hier auch Walmart, Ikea, sogar in Mexico City, aber viele Mexikaner gehen halt in solche Stores hier und unterstützen dann die Leute. Ihr könnt doch zum Beispiel hier in XXL-Paket Shampoos und sowas einkaufen oder hier, was auch immer das hier ist. Wir suchen mal den Eingang, wo auch immer der ist, der Eingang. Ich glaube, nee, hier geht es auch nicht rein. Schau mal hier, sogar ein bisschen Unterwäsche. Wo geht es denn hier rein? Ich glaube, hier geht es rein. Ah, okay, nee. Da sind so verschiedene Hallen hier. Ja. Weil soll hier auch einen Haupteingang geben, wo es nur Essen gibt, aber jetzt sind wir wieder komplett bei einem anderen Plaza. Okay, dann lasst uns mal zurückgehen. Ich glaube, wir waren hier falsch, Leute. Gebt euch mal diesen Grill hier. Nice in Berlin damit zu grillen, oder? Und hier auch, schaut mal, für Tortillas und sogar die kleinen Tortillas. Gebt euch mal, wow. Hier für Spielsachen auch. Natürlich auch. Hier, Haushaltswarenprodukte und ich glaube, da vorne geht es dann los, ja? Vorne müsste es losgehen. Hier, schau mal, für Tortillas hier. Und solche kleinen Stores halt hier halt, ne? Das seht ihr. Die Leute mal ein bisschen hier unterstützen. Ah, ich glaube, hier müsste der Eingang sein. Genau. Hier, die verkaufen halt hier. Also könnt ihr natürlich auch drin kaufen. Vielleicht kaufen die es auch drin ein und verkaufen es dann hier nochmal gesondert. Ja, wie zum Beispiel hier den Nopales, den Kaktus, Ingwer, alles fresh, Habaneros. Ja. ¿Cómo es das? Dies, Avocado? I Naranja. Ah, okay, Limetten. Krass, okay. So große Limetten noch nie gesehen, ja. Gebt euch mal, das ist so eine kleine. Gibt es überhaupt so kleine Limetten? Käse, aber auch ganz mini. Ja. So, Leute, jetzt haben wir den Eingang gefunden. Das ist ein bisschen schwer zu finden. Ne? Hier ist dann die Anlieferung. Hier seht ihr mit den Autos. Gebt euch mal das hier. Hier genau, Anlieferung. So, wir schauen jetzt mal rein, ob wir was Gutes zum Essen finden. Wie gesagt, ich war noch niemals hier. Fette Halle. Und jetzt, tada! Könnt ihr schon hören, wie die klopfen. Tak, die klopfen und klopfen. Das heißt, hier wird auch frisches Fleisch verkauft. Hier sind Metzgereien. Ein bisschen um, was es hier alles gibt. Hier hinten könnt ihr schon sehen, das zum Beispiel ist eine Polaria. Hier könnt ihr frisches, ich bin gerade selber vom Eindruck gerade erstmal so, was heißt geschockt, so Reizüberflutung auf einmal, wie viel hier los ist. Ne?
Genau, hier. Frischer Käse zum Beispiel, auch hier wird verkauft. Hier könnt ihr sehen, das sind alles hier Pollerias. Wir laufen einfach mal so ein bisschen rum, würde ich sagen, damit ihr mal so ein bisschen Eindruck bekommt, wie das hier alles ausschaut. Und dann gehen wir natürlich auch was essen. Hier getrocknete Chilis zum Beispiel. Das ist dann eher so die Obst. Genau, hier frisches Obst gibt es hier. Und da sind dann auch gleich Kleidung, die ihr hier kaufen könnt. Und das, es ist so heftig, wenn ihr euch mal überlegt. Also ich bin auch frisch geduscht, ja. Eigentlich sollte ich mich eigentlich später duschen, weil natürlich auch hier durch das ganze, durch die ganzen Metzger oder auch durch den ganzen Abluft vom Essen riechen dann natürlich auch eure Klamotten ein bisschen nach Essen halt. Das ist jetzt erstmal nur der erste Eindruck hier. Piñatas, auch geil, gebt euch mal. Wow. Piñatas. Ist ein fettes Labyrinth, Leute. Ist wirklich ein fettes Labyrinth, ja. Gebt euch mal, schaut so wunderschön aus. Boah, gebt euch mal das, das ist heftig, ne? Das ist krass. Boah, frisch getrocknete Chilis, boah. Wow, this is crazy. I never saw this in my life. Boah. Es riecht auch so frisch, ne? Boah, das ist, wow. Really cool. Sehr, sehr cool. Und ihr seht auch, die Leute feiern auch teilweise halt, die feiern die Kamera, also die, was ich hier sehr schön finde, das habe ich euch schon tausendmal auch erzählt, in Deutschland ist da manchmal so, ey, was filmst du mich hier, das, oh, Privatrecht. Hier, die Leute sind froh, dass auch mal ein Ausländer hierher kommt und dann darüber ein bisschen berichtet, was es hier alles gibt. So. Die Leute sind sehr, 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 sehr froh und das, ich feiere das auch, ne? Dass vielleicht auch mal von euch, der jetzt mit meinem Gerritaro ist, ein Tourist, einfach mal hierher kommt und dann Sachen probiert halt. Ne? So, ich bin aber immer noch auf der Suche, wo es was zu essen gibt, Leute. Ja? Hier, das sind die Metzgereien, wir schon mal. So, als erstes kaufen wir uns jetzt mal Käse. Piñatas. An Silvester hier und diese Piñatas sind wirklich fest, also sind wirklich sehr, 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 sehr schwer zu zerschlagen. Ich weiß es von Silvester. Es hat wirklich lange gedauert und haben auch Erwachsene wirklich sehr stark draufgeschlagen. Gebt euch mal, wie wunderschön die gemacht sind. Hier. Sombreros gibt es hier. Auch gibt euch mal so Obstgeschenke. Der Mercato ist sogar ein bisschen schöner als der Mercato La Cruz, würde ich mal sagen. Ne? Also da, wo wir letztes Mal waren. Hier gibt es zum Beispiel, das ist jetzt nur für Blumen hier, das Ganze. Nur für Blumen. Komm, wir laufen nochmal rum. Mal kurz zu zeigen. Hier nur für Blumen alles. Und das ist, ah, okay, das ist jetzt hier der andere Eingang. Genau, hier ist ein anderer Eingang. Und da könnt ihr sehen, jetzt hier nur Blumen, die hier verkauft werden. Ja, verkauft Schuhe. Everything good, what's up? Como estás? Bien, bien. Nombre? Luis? Ah, Mexiko, ja. Mucho gusto. Hier, der verkauft hier die ganzen Schuhe. Alles hier, freshes Leder. Ne? Alles Lederschuhe und die sind nicht mal so teuer. Ich weiß gar nicht, warte mal. 450 kosten die, ja. Und in meinen Vlogs ja auch. In meinen Vlogs geht es halt immer auch, ich würde euch halt zeigen, wie ich hier auch wirklich rumlaufe und jetzt nicht mit viel Schnitt machen, wo ich jetzt nur Sachen esse, sondern auch einfach rumlaufen und euch zu zeigen, wie die Leute hier einkaufen gehen. Also authentisch, wie es geht, euch das rüberzubringen. Und gebt euch mal hier, der Typ, das ist ja krass, ey. Hier, was der hier verkauft. Ja, heftig. Gucken wir mal, wo wir was essen gehen können. Ja, hier gibt es so viele Sachen. Boah. Das ist ja mal krass. Wow, 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 wow. Gebt euch mal. Das ist auch sehr, 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 sehr lecker, aber das kann man jetzt halt auch nicht hier essen. Ne? Außer 120 kostet hier ein ganzes, hier, Chicken. Das ist übrigens Schweinehaut. Chicharron heißt das Ganze. An alle Leverkusen-Fans, wer kennt den von euch? Chicharito, der hier gerade eine Torta ist, wo er noch bei Manchester United war. Doch gar nicht beim. Schreibt es mal in die Kommentare, war Chicharito bei Manchester United? Er ist doch nach Leverkusen, ist er zu West Ham gegangen und jetzt spielt er, glaube ich, in Los Angeles. Genau, er war bei Real Madrid, dann kam er zu Leverkusen, dann zu West Ham. Der hat niemals bei Man United gespielt. Okay. Ganz, ganz komisch. She never played in Manchester United, by the way. Not
Nopalitos. Nopalitos. Ah, okay. Schaut mal, das ist hier Nopales. Also vegan, right? Vegan? Vegano? Sí. Ah, schaut mal, hier für alle Veganer. Ich bin kein Veganer, bei mir gibt es Fleisch, aber das ist jetzt hier, also der Nopales ist der Kaktus, was sie hier verkauft in so einem. Con chile pasilla in so einem Brötchen. Taquitos, genau, was sie hier verkauft. Sehr, muchas gracias, señora. Te quiero, yeah, mucho gusto. But it's nice. Ihr seht auch für. Ich glaube mir schon eh nicht so viele Veganer zu, aber ihr könnt auch hier vegan essen. Aber das meiste ist natürlich sehr, 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 sehr fleischhaltig, Leute. Ja? Und ich glaube, wir haben es endlich gefunden. Ne? Wir haben es endlich gefunden, wo man Tacos essen gehen kann, Leute. Ja? Hier, da ist der erste Store. Wollen wir uns da gleich mal hinsetzen? Nehmen wir jetzt mal hier Barbacoa. Barbacoa Taco gehört natürlich dazu. Zwiebeln, Koriander und ein Schuss Limette. Hoffentlich eine scharfe Soße. Der Taco, den wir hier probieren. Wow, ist auch ein dicker, dickes Tortilla, muss man sagen. Wow. Mmh. Sehr zart. Könnt ihr sehen? Mmh. Die Tortillas sind meiner Meinung nach nicht so gut. Und wie man sieht, die brechen leicht. Das sind eigentlich mal zwei Tortillas. Und ich mag sie, wenn noch ein bisschen mehr Mais drin ist, wenn die ein bisschen brauner sind. Aber es ist in Ordnung. Es ist gut, ja? Ich esse das mal ganz kurz noch zu Ende. Mmh. Fleisch ist übrigens Lammfleisch. Sehr zartes Lammfleisch. Gracias. Und der Herr hier ist sehr, 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 sehr nett. Ihr könnt auch in das Barbacoa das Fleisch als Suppe genießen. Das essen auch sehr viele Mexikaner. Genau, es ist eine Suppe. Und hier ist dann auch das Barbacoa drin. Das, was ihr jetzt hier im Hintergrund seht, das ist alles die Fischabteilung. Also hier ist wirklich getrennt. Hier gibt es Fisch. Vorne gibt es Fleisch, Tacos und am Anfang gibt es dann auch noch ein paar Früchte. Der Laden ist schon sehr gut besucht. Wir schauen mal ein bisschen weiter. Hier, das ist auch geil. Das gönnen wir uns mal ganz am Ende. Hier einen Fruchtsaft. XXL, das gönnen wir uns ganz am Ende. Auch Milchshakes. Heute ist ja auch ein ganz normaler Arbeitstag und es ist wirklich sehr viel los. Ja, ist alles voll hier. Und das frage ich mich immer wieder. Hier könnt ihr so DVDs kaufen, wenn ihr jetzt mal hier auf der linken Seite schaut. Halt, ist es krass, auch mit diesen ganzen Streaming-Diensten, wer heutzutage noch DVDs hat, ne? Das ist heftig. Hier auch so. Ist natürlich alles Original, Leute. Also ein bisschen so wie türkischer Bazar, aber türkischer Bazar ist schon ein bisschen, wie soll ich sagen, schon ein bisschen unterteilter mehr, auch ein bisschen sauberer. Ja? Da habt ihr halt wirklich ein Bazar nur für Essen. Ein Bazar nur für Kleidung. Hier ist es halt alles ein bisschen so gemischt. Gibt euch mal. Das ist auch heftig, ey. Hier auf dem Auto essen. Das ist ja mal geil. Das schaut eigentlich auch sehr cool aus. Ihr seht halt, das ist wirklich ein reinstes Labyrinth hier. Und jetzt haben wir einen neuen Store gefunden. Ne? Da gehen wir uns was essen. Hier gibt es ganz klassisch Tacos. Ganz klassische Tacos. Suadero, Bistec, Chorizo, Al Pastor. Und da würde ich sagen, testen wir uns mal durch. Ist auch krass, wie viele Leute hier wieder sind. Ne? Und die sehen schon wieder die Kamera. Ich glaube, hola amigo, good tacos? Aquí? Okay. I'm gonna try it. Hier könnt ihr sehen, ne? Ist heftig. Ich fahre erst immer so, ich bin immer so überrascht, wenn du mit der Kamera ankommst, wie die Leute immer so erfreut sind. Ne? Die denken sich jetzt, okay, wer ist das? Dabei machen wir mit dem Video gerade mal 1000 Klicks, Leute. Ja? Also rock mal das Video. Ich würde sagen, hier essen wir jetzt mal Tacos. Und so bestellt ihr das alles? Und ihr könnt sehen, normalerweise trinke ich immer sehr gerne die Cola. Hier gibt es keine Cola, die haben Pepsi unter Vertrag. Macht nichts. Damit so, oh, muchas gracias, señor. Lasst uns mal essen. Und natürlich darf die Salsa nicht fehlen, Leute. Das sind übrigens die Tacos, die probieren heute mal alle aus. Mittagspause gerade. Boah.
die Sonne raus. Es ist sehr, 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 sehr warm hier. Ne? Alles, ich könnte nochmal die Haare sehen von meiner Haartransplantation. Und so gehe ich wirklich am liebsten essen. Und was ich hier, es ist, schau mal, die Leute, es stört keiner. Ich rede hier ganz laut Deutsch, ich drehe meinen Vlog, die Leute sind freundlich, die finden das, die haben damit kein Problem so. Ne? Das feiere ich sehr in Mexiko. Manchmal in Deutschland ist es sehr schwer zu filmen. Jeder hat immer ein Problem, Privatsphäre, das. Wisst ihr? Und wir fangen mal an mit dem Pastor, was ich außerdem hier schön finde, dass die Tortillas erstmal eine perfekte Größe haben, riechen sehr gut nach Mais und sind nicht so ganz fettig, also passen schön in die Hand und das Fleisch ist sehr knusprig. Pastor, Leute. Am Ende sage ich euch mal, was am besten macht. Wow. Really good, wow. Muy rico, Pastor. Muy rico, wow. Pastor war sehr, sehr geil. Fast kein Fett, knusprig. Kommen zum nächsten. Und zwar Chorizo. Die Wurst Chorizo. Boah. Mmh. Sehr lecker. Taco ist eigentlich verschieden auch, weil es hängt auch viel mit der Salsa ab. Wenn die Salsa sehr scharf ist, dann... Also der Salsa-Geschmack kommt eigentlich so am meisten immer raus. Natürlich auch das Fleisch, aber ihr könnt halt immer verschieden das Ganze variieren. Weil ihr halt so viele... Also hier... drei verschiedene Salsas habt. Schöne Grüße gehen raus an die Taqueria Al Oso in Berlin. Die hat zum Beispiel 8 verschiedene Salsas teilweise oder ich glaube sogar 10 manchmal. Das ist schon sehr geil. Hier gibt es immer eigentlich nur so 3 verschiedene Salsas. Ja? Wir sind jetzt fertig. Das Bisteak war in Ordnung, war ein bisschen fettig, muss ich sagen. Also die Nummer 1 war wirklich der Pastor hier. Der Pastor ist auch wirklich überall anders. Manchmal steigen die richtige Fettstückchen, manchmal steigen die ganz schlicht wie bei uns den Döner. Und das, also der Pastor war richtig, richtig schön knusprig. Und so Pastor Nummer 1, danach Chorizo und danach Bistec. Aber wirklich alle drei auf einem wirklich top, 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 top Level. Sehr, 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 sehr empfehlenswert. Und wir schauen nochmal weiter. Ich will euch noch mal ganz kurz zeigen, so wie das hier ausschaut, wie viele Leute hier wirklich anstehen, um hier Tacos zu essen. Ne? Ich das Gefühl mal zu entwickeln, ihr könnt auch hier drin essen oder euch halt einfach nur hinstellen, überall. Also wirklich sehr, 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 sehr gut. Mucho gracias, yeah. Hasta luego. Nochmal an alle Leute, die mal hier Urlaub in Mexiko machen wollen. Ja? Und ihr geht dann nach Cancun oder in Tulum. Esst da in keinen Restaurants. Ist wahrscheinlich auch sehr top. Ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr hoch, teilweise höher als wie in Europa. Und hier ist der halt wirklich authentisch. Authentisch auf der Straße. Genau an solchen Stores hier gibt es wirklich das beste Essen in Mexiko. Ne, es ist einfach wirklich so. Und ihr müsst ja auch keine Angst haben. Zumindest in der Stadt hier ist alles absolut sicher. Könnt ihr mal gerne herkommen. Ja, schau mal. Und die Leute hier. Schon wieder die nächsten hier. Dieses Barbacoa? Yes. Barbacoa. Ah, hatten wir schon leider. I tried this inside already. But it looks also really nice, yeah? Nice, nice, nice. Taqueria. Boah, schaut mal. Wow, muy rico. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Schau mal hier, das meine ich, die Leute, die lieben die Kamera. Es ist, ich brauche eigentlich nur mit der Kamera rumlaufen, um euch das alles zu zeigen. Genau, das sind auch noch mal verschiedene Stores. Hier geht es dann in die Stadt rein. Ja, gibt es auch alles Mögliche. Komm, wir laufen noch mal hier ganz kurz rum, um euch das außen zu sehen. Hier gibt es dann Kleidung auch, die ihr kaufen könnt. Alles Mögliche, ja. Barber, alles. Wir schauen mal wieder vor und gönnen uns jetzt noch mal einen Fruchtsaft zum Ende. Über die Straße hier, da muss man mal aufpassen. So, gibt euch mal diese schöne Vespa hier. Wow. Und ich würde sagen, das war es jetzt von dem Mercato ein bisschen. Das sind übrigens hier Toiletten, kosten 5 Pesos, die ihr dann hier nutzen könnt. Finde ich auch sehr gut, ne, dass die hier auch natürlich Toiletten haben, aber kostet es nicht umsonst. Die sind aber wirklich sauber hier. Ne? Also die WCs hier sind wirklich sauber, aber okay, müsst ihr dafür halt bezahlen, aber für 5 Pesos geht das auch vollkommen klar. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt hier. Wenn ihr Bock habt auf weitere Vlogs hier, das ist übrigens der Mercato von außen, wirklich bitte ein Like da, ein Kommentar, ihr würdet mir somit damit weiterhelfen und dann mache ich auch geile Videos, wirklich jeden zweiten Tag. Für uns geht es auch nach Tijuana, nach San Diego und Los Angeles. Wenn ihr dort auch Videos sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Das war's aus Querétaro, hier aus dem Mercato, das war viel zu viel Essen. Und wir sehen uns wieder, hoffe ich mal, in 2 Tagen, Leute. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit.